Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play Elden Ring auf dem Kanal Demon Gamer XP. Und wie immer wünsche ich euch ganz viel Spaß und eine hoffentlich gute Unterhaltung, gerade auch an die neuen Zuschauer unter euch. Und ja, in der letzten Ausgabe seht ihr ja jetzt mittlerweile, hier sind wir jetzt bei den Klagedünen. Ja, da wo wir uns mit Sternengeisel Radahn uns richtig gefetzt haben, ja, wir und unsere NPC-Armee gegen den großen Kriegsveteran, nachdem wir nach unzähligen Versuchen dennoch erfolgreich aus dem Kampf hervorgegangen sind, insbesondere, ja, da wir ja eine Waffe gesetzt haben, die uns bisher das ganze Spiel über begleitet hat, nämlich unsere Uchi-Katana, mit dem wir eine Vergiftung ausgelöst haben, und das war so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, weshalb wir da auch ja, in unserem erfolgreichen Versuch erfolgreich waren gegenüber Radahn. Und ja, dass wir vermutlich jetzt auch erstmal mit dem Uchi-Katana weitermachen werden. Wir werden natürlich weiterhin auf den Mondschleier setzen, keine Frage. Nur ich würde da jetzt gerne mal ein bisschen mit der Uchi-Katana nochmal rumspielen. Einfach mal ausprobieren, wie der Gift denn so auf die Gegner wirkt. Und ja, das ist so eigentlich ein bisschen das Prinzip dahinter. Und genau, ja, ich will jetzt euch nicht unbedingt viel zu dem Kampfverlauf erzählen, aber ich verweise euch hier sehr, sehr gerne nochmal auf die letzte Folge, ja, wo wir gegen Radahn gekämpft haben. Also das war wirklich ein Auf und Ab der Gefühle, auch sehr exciting, also sehr, sehr aufregend und was ist das für ein Regen eigentlich? Alter, es sieht irgendwie so aus, als würde das Blut hier regnen, oder? Was? Guck mal, hier sieht man schon den Elbenbaum. Das ist aber, ey, das ist auch wirklich geil, ne? Sieht einfach wirklich so aus wie ein, ja, verlorenes Schlachtfeld, wo Radahn da, glaube ich, unzählige Kriege hiermit gewonnen hat. Ja, gegen so viele Teilnehmenden. Ey, das ist auch echt genial umgesetzt hier. Das muss man wirklich sagen. Ja, die Klagedünen werden wir uns ja natürlich noch im Laufe ja, der nächsten Folgen uns anschauen. Wir haben aber tatsächlich noch einige Punkte auf unserer Agenda stehen, die wir auf jeden Fall angehen müssen. Unter anderem natürlich die Gespräche mit den NPCs wieder suchen, weil ja natürlich durch den Sieg von Radahn ja eine Sternschnuppe auf uns zukam, welches einen Krater ausgelöst hat. Und um euch das genau zu zeigen, befindet sich dieser Krater tatsächlich hier. Ja, also in Limgrave könnte man schon fast sagen. Und ja, zu diesem Krater werden wir dann auch auf jeden Fall noch irgendwann hingehen, ja, weil da würde dann auch dementsprechend Ranis Quest fortsetzen oder fortgeführt werden. Aber wir müssen noch, wie gesagt, ein paar andere Dinge machen, ne? Also wir haben ja quasi durch den Sieg von Radahn erst einmal 70.000 Runen bekommen. Ja, die können wir jetzt auf jeden Fall in Levelaufstiege investieren. Und das werden wir auch jetzt sofort machen. Also die nächsten Folgen werden auf jeden Fall ein bisschen entspannter werden. Aber ja, wir arbeiten die ganzen Schritte einfach Step by Step ab, ne? Und dann denke ich mal, sind wir dann gegen Ende der Live-Aufnahme dann auch auf dem aktuellsten Stand. So würde ich das dann, glaube ich, sehen. So, kriegen wir zwei Level? Ne, wir kriegen tatsächlich nur ein Level. Okay, wie viel brauchen wir denn für den nächsten? 42 Runen, ernsthaft? Och, Leute. Warum? Jetzt muss ich extra eine Rune der Stufe 1 opfern. Damit wir genügend haben. Wie geil ist das denn, ey? Och, Mann. Ey, Elden Ring versaut das aber auch einem immer wieder, ne? Ja, aber damit haben wir jetzt auf jeden Fall zwei Stufenaufstiege. Nee, die hätten wir doch machen können. Och, ich Idiot. Ich dachte, wenn diese Zahl rot gewesen wäre, dann dachte ich, okay, es hätten uns noch die Runen gefehlt. Aber nee, wir hatten ja die Runen gehabt. Oh, Mann. Ja, man sollte vielleicht mal ein bisschen die Augen offen halten. Das ist ja, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Ja, eigentlich der logischste Schritt wäre, wenn wir jetzt auf jeden Fall in Glaube und Arkan-Energie gehen, damit wir da alle jetzt auf 15 Punkte haben. Das ist soweit eigentlich der Plan. Und dann würde ich definitiv den nächsten Punkt dann auf die Stärke setzen und dann auf Geschick. Und ja, dann würde es dann demnach auch weitergehen. Ich weiß, das ist jetzt nicht so der beste Bild, ne? Aber ich versuche gerade hier, das so ausgewogen wie möglich zu machen. Natürlich ist mein Schwerpunkt hier auf Weisheit und Geschick. Auch wenn das natürlich mit der Weisheit jetzt momentan ein bisschen Katastrophe aussieht und wir aufgrund unserer Ausrüstung da sehr viel Weisheit hier gut geschrieben bekommen haben. Aber trotzdem werden wir vielleicht mal gucken, dass wir dann demnächst irgendwie so ein bisschen verstärkt auf Weisheit setzen, dass wir da auf jeden Fall mal ein bisschen vorankommen, wir auch bessere Stäbe benutzen können, etc. pp. Wir investieren jetzt aber trotzdem die Stufen. Damit haben wir zwei Stufenaufstiege gemacht, sind jetzt nämlich auf Level 78, auch schon echt guter Fortschritt ist.
Und ja, dadurch haben wir auch nebenbei den Echo der Sterngeißel bekommen. Und das müssen wir uns auf jeden Fall mal anschauen. Mal gucken, was wir für Heldenausrüstung freigeschaltet haben. Ja, und die Beschreibung lese ich euch das dann natürlich dementsprechend sehr, sehr gerne vor. Ein in den Erdenbaum gehauenes Echo von Sternengeißel Radan. Die Macht seines Namensgebers kann durch eine Fingerleserin erschlossen werden, das wissen wir ja schon. Alternativ lässt sich daraus auch eine größere Fülle an Runen gewinnen. Ja, also quasi, wenn wir den Echo jetzt einfach so benutzen, um uns Runen zu generieren, dann dürften wir vermutlich, glaube ich, 40.000 bekommen. Was auch schon ganz ordentlich wäre, ne? Aber ja, machen wir natürlich nicht. Radan, der rote Löwe, beherrschte Gravitationskräfte, die er in jüngeren Jahren in Selia erlernte. Ah, okay, interessant. Und alles nur, um sein geliebtes, aber spindeldürres Ross nicht aufgeben zu müssen. Alter, ey, das ist ja richtig süß. Jetzt ergibt das auch alles Sinn, warum Radan irgendwie so riesig war und der Ross halt trotzdem den noch tragen konnte. Oh, das ist ja richtig süß, die Geschichte. Ey, eigentlich war ja Radan kein so böser, ne? Der wurde halt einfach nur wieder von der Scharlachfäule befallen. Und wir könnten uns halt sehr, sehr gut vorstellen, wer es gewesen war. Ich glaube, Radan war halt einfach so jemand gewesen, der einfach gerne so diesen Kampf gesucht hat. Ja, also den Kampf im Sinne von, ja, dass er sehr, sehr gerne sich halt messen wollte gegen die verschiedensten Helden und Krieger und Co. Und wir waren ja natürlich ein Teil davon und haben ihn jetzt natürlich besiegt. Dadurch haben wir jetzt auch ein großes Ereignis ausgelöst, ne? Aber wer weiß, was passiert gewesen wäre, wenn Radan jetzt nur in die Flucht geschlagen worden wäre. Ob er da vielleicht jetzt irgendwie die Sternschnuppe aufgehalten hätte oder nicht. Vielleicht ist es auch mit dem Schicksal von Elden Ring momentan so, dass wir vielleicht das hätten machen sollen. Gut. Alexander, mein Bester! Ich hab dich in der letzten Folge jetzt nicht so sehr beachtet, weil ich dich nicht gesehen habe. Ey, mein Bester! Na, was willst du uns jetzt ein Neues erzählen? Ah, hello there. It was a battle marvelously fought. You are well and truly a champion, friend. Dankeschön. I, on the other hand, am nothing but a croc. Nein! It was all it took to crack me and for my insides to come spilling out. After that, I hid like a coward, and as such, I can hardly stand to face one such as you. Oh, Alexander, sei doch jetzt nicht bitte so. Du hast dich doch super geschlagen in diesem Kampf. Eigentlich sogar deutlich besser, als ich es erwartet habe. Also auch teilweise, wie du so deine Faust hier in den Boden gerammt hast und so einen kleinen Erdbeben ausgelöst hast. Das fand ich doch super. Ey, du musst dich doch jetzt nicht schlecht reden hier, ja? Ey, mach das dem Gefäßkind mal zuliebe, bitte. Und kannst du uns trotzdem mal in die Augen schauen? But don't you think I've given up just yet? Das ist die richtige Einstellung. There's a veritable mountain of warriors' bodies right here. If I can just squeeze this bunch down inside me, I'll be a mighty warrior again in no time. Was? You know, the bodies found here are exceedingly fine. Who could expect any less? Shattering, the greatest of all wars. Just you wait and see, friend. I'll grow even stronger. Just you wait when next we meet. Ja, freue ich mich sehr drauf. The bodies found here. Who could expect any less? Just you. Ja, dann wünsche ich dir viel Glück auf deiner weiteren Reise, Alexander. Und wie gesagt, red dich doch nicht schlecht, du hast dich doch super geschlagen hier, ja? Also, ne, auch dir gebührt der Respekt, genauso wie allen anderen NPCs, die einen großen Teil zu dem, ja, Krieg hier beigetragen haben, außer Patches, der Penner, ey. Also, den werde ich mir auf jeden Fall noch vorknöpfen, ey, im Rahmen der nächsten Folgen. Also, der wird auf jeden Fall nochmal was zu hören bekommen von uns. Aber guckt euch das mal an. Das sind ja so viele Leichen. Ja, man merkt halt, Radan war besessen von Kampf, muss man sagen. Er war wirklich sehr, sehr besessen davon. Na, aber gut. Ja, hier haben wir Kriegergefäß Alexander. Mit dem haben wir jetzt gesprochen. Ja, komischerweise ist Blight hier jetzt weg. Ich weiß jetzt auch nicht, warum. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er jetzt schon direkt nach Nokron aufgebrochen ist. Weil ich gerne nochmal den Dialog euch gezeigt hätte.
zwischen mir und Blight in der letzten Ausgabe, aber ja, den haben wir vielleicht schon ein bisschen zu früh getriggert. Wenn ich es jetzt nicht vergessen sollte, dann blende ich das dann nochmal extra für euch ein. Falls ich es doch vergessen sollte, dann ist es so. Ich kann ja jetzt natürlich nicht alles wissen, aber ich werde es dann in der Hinterhand haben. Oh, guck mal. Wir hinterlassen sogar Fußspuren. Ey, das ist so geil hier in diesen Klagedünen. Es ist selbst sogar realistisch hier. Ich finde die Atmosphäre hier ziemlich, ziemlich geil. Ja, ich würde mal sagen, kann man schon machen, oder? Ja, kann man schon machen. So. Ja, dann würde ich mal sagen, brechen wir mal auf. Und zwar nämlich zur Tafel der Gnade. Ich denke mal, ja, wir werden da auf jeden Fall das ein oder andere historische Ereignis zu hören bekommen. Vielleicht auch das ein oder andere Dialog vom jeweiligen. Und ja, legen auch einfach mal direkt los. So, wir können ja auch mal gucken, ob wir überhaupt irgendwas Neues haben. Aber ich glaube tatsächlich ihn nicht. Der Light ist ganz geil. Ich frage mich halt wirklich, wann er hier verschwindet, weil es wurde ja irgendwie gesagt, dass er sich bald auf eine Pilgerreise sich begeben sollte. Ich weiß, es ist jetzt schon unzählige Folgen her, aber trotzdem. Ja, jetzt bin ich mal sehr gespannt, was wir von Radan bekommen könnten als ja, Tausch gegen sein Echo. So, Kraft vom Echo erhalten. Stimmt. Ja, da können wir jetzt nämlich gucken, was wir bekommen. Und da, das sieht schon nach was aus. Einmal den Großschwerter der Sternengeisel. Wieso Großschwerter? General Radans riesige gekrümmte Großschwerter aus schwarzem Stahl, verziert mit einer Löwenmähne. Als Sternengeisel gelangte Radan in seiner Jugend zu großem Ruhm. Zu dieser Zeit verzierte er die Klingen auch mit seinem Siegel der Schwerkraft. Da gibt es den Sternruferschrei, kreuzt eure Schwerter und brüllt hinauf in den Himmel, um eure Gegner heranzuziehen. Mit einer weiteren Eingabe führt er einen Abwehrzieb mit euren von Schwerkraft erfüllten Schwertern aus. Ah, okay, da können wir dem Schwerter sogar Gravitationskräfte verleihen. Das ist ja das, was der in der zu Beginn der zweiten Phase immer gemacht hat, wo er den auf den Boden gerammt hat und dann seine Schwerter gekreuzigt hat. Aber ist das wirklich ein Doppelschwert, was wir bekommen? Und das ist nur eine einzelne Klinge. Das ist ja auch ein Riesenschwert, klar. Aber wieso nennen sie das dann Großschwerter? Ey, es wäre schon geil, wenn wir aus der Waffe ein Doppelschwert hätten. Ja, die Angriffswerte sind jetzt natürlich nicht so herausragend. Ne? Man braucht 38 Stärke. Können aber den Löwengroßbogen aber machen. Oh. General Radans schwarzeiserner Großbogen verziert mit einem Löwenmähnenmotiv. Dieser Bogen ist von den Gravitationskräften der Sternengeise erfüllt. Setzt ihn zusammen mit Radans Speer ein und ihr erlebt die geballte Macht dieser Waffen eines wahren Helden. Oh, dafür sind die Speere gedacht. Okay, man hätte die natürlich auch irgendwie in seinem eigenen Bogen hier verbauen können oder verladen können. Aber stellt euch mal vor, wir können damit hier irgendwie Radans Regen. Nehmt eine niedrige Haltung ein, macht den Bogen bereit und feuert eine Salve hoch in den Himmel und die Pfeile auf eure Gegner regen. Das ist das, was er zu Beginn bei uns immer gemacht hat. Oh, ich hätte schon jetzt riesen Bock auf den Großbogen. Den können wir auch theoretisch machen. Aber ich habe mir ja immer vorgenommen, dass wir das ein bisschen belassen. Und wir können, oh, wir können auch Radans Speer uns holen. Also für den Fall, wenn uns dann die Pfeile ausgehen, dann könnten wir uns hier neue holen. Mal gucken, ob wir vielleicht in den Klagendünen irgendwann nochmal Pfeile holen können. Aber wir können uns aber tatsächlich auch eine Rüstung von Radan fertigen. Oha. Ein Helm des goldenen Löwen mit wehender roter Mähne, einst getragen von General Radan. Radan ererbte das flammend rote Haar seines Vaters Radagon und liebt seine heroische Symbolkraft. Ich war der Sohn eines Helden. Nun diene ich dem Fürsten der Schlacht als Löwe. Das kostet aber auch echt viel, ne? Der goldene Löwe ist das Symbol von Godfrey, dem ersten Eldenfürsten und seines Bestienregenten Zerosh. Seit seiner Kindheit war Radan von dem Fürsten der Schlacht fasziniert. Guckt euch mal die Verteidigungswerte an, ey, die sind ja brutal. Okay, ey,
Boah, die Schuhe sind auch echt brutal, ne? Aber auch extrem schwer, die Rüstung. Aber wir kriegen auch eine große Robustheitsboni. Ich könnte mir schon vorstellen, die Rüstung könnte aber echt krank sein. Aber wie... Ja, ist ja gut. Ich ziehe auch schon los. Alles gut. Wie gut ist unsere Rüstung? Oh, das wäre schon ein Riesen-Upgrade auf jeden Fall. Wenn wir uns Radans Rüstung gönnen würden. Ich habe nur das Problem, dass ich jetzt momentan keine Runen habe. Aber ich hätte schon echt irgendwie Bock gerade auf Radans Rüstung. Also die Verteidigungswerte sind halt extrem geil. Das muss ich wirklich sagen. Die sind hammermäßig. So, dann lass mal das Echo erstmal beiseite legen. Ne, damit wir da eine wunderschöne Sammlung zum Abschluss hin haben. Ja gut, wir haben zwar natürlich ein paar goldene Runen, die wir anwenden können, aber halt leider nicht genügend, um uns die nötige Punktzahl aufzubauen. Die Rüstung hätte ich echt schon Bock gerade. Ich hätte schon echt Bock auf Radans Rüstung. Dass wir einfach mal so wirklich die Legacy von Radan einfach mal fortführen. Ey, es wäre so genial. Ich hätte echt Bock darauf, wisst ihr das? Ich hätte echt riesen Bock darauf. So. Ja, dann lass mal weitergehen. Ja, ich denke mal, die werden auch schon so ein bisschen was von unserem triumphalen... Ja, Kampf hier gehört haben. So. Da ist 4. So, können wir denn Geister hier schon mal leveln? Nee, tatsächlich nicht. Also Gräberteile haben wir hier auf jeden Fall nicht der Stufe 6. Geistertal könnte ich mir schon vorstellen, dass wir diese hier schon haben. Aber gut. Brauchen wir hier jetzt erstmal nicht unbedingt zu machen. So, er ist ja noch schön weiter am Waffen machen. Fällt mir. So, Schmiedestände Stufe 5 hätten wir theoretisch. Aber wir haben natürlich wieder mal nicht genug Runen. Ey, das ist ja mal wieder erste Sahne. Guck mal. Okay, Stucke Schmiedestein haben wir jetzt hier leider nicht. Aber wir könnten theoretisch hier den Blut- und Reißzahn auf Level 5 bringen. Das ist tatsächlich eine Option, die ich vielleicht sogar ziehen würde, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber dafür müssen wir ein bisschen was verkaufen. Ich habe halt einfach gar nichts hier. Na gut, dann müssen wir vielleicht wirklich erstmal mit der Story nochmal ein bisschen voranschreiten. Okay, sie hat weiterhin keinen Dialog mit uns. Ja gut, warum auch nicht. Ist soweit auch nichts. Dann können wir da natürlich die Tür entlang laufen, aber da könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass wir da nichts finden werden. Machen wir mal trotzdem. Wir schauen da einmal kurz nach. Ob da sich die Tür geöffnet hat oder nicht. Das scheint hier nicht der Fall zu sein. Ja, guck mal, ganz ehrlich, also ich meine... Rüstung ist aber auch ziemlich fresh, ne? Kann man machen. Vielleicht öffnet sich ja irgendwann hier der Durchgang, auch wenn es jetzt natürlich hier im Hintergrund damals weiß war. Aber trotzdem, ich muss mal irgendwie gucken, wie ich da an Runen jetzt rankomme. Weil ich hätte schon Bock auf Radans Rüstung, sage ich euch ehrlich. Und ich denke mal, die würde uns auch sehr, sehr gut stehen. Oh, Entschuldigung. Ja, ein bisschen erkältet jetzt momentan noch. So, mal gucken, ob wir vielleicht nochmal was über Radan. Ja, okay. Nee. Ich dachte, er würde vielleicht über unseren Sieg hier berichten, aber tut er ja gar nicht. Ich mag den Kerl nicht, ne? Sag ich euch ehrlich, wie es ist. So, haben wir hier vielleicht mal was Neues? Sieht, glaube ich, auch eher nicht so danach aus. Nee. Gut, haben wir auch hier leider nichts Neues. Okay, ja, Tafel der Gnade ist jetzt hingegen wieder mal, würde man sagen, nicht so erfolgreich gewesen. Ja, können wir uns mal kurz überlegen. Wie viele Runen hätten wir eigentlich? Weil ich habe da noch ein paar
Rover-Dinger? Nee, die bin ich alle auch schon los. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Leute, das kotzt mich gerade schon so ein bisschen an, merke ich, ne? Na gut, klar, wir könnten natürlich ein paar Rüstungen verkaufen, die wir doppelt haben, aber dafür kriegen wir ja nicht mal im Ansatz so viele Runen. Und ich habe jetzt auch nicht so das Bedürfnis, da irgendwie jetzt extra Runen jetzt reinzustecken, weil wir auch nicht so viele haben, wie wir es gerne hätten. Ne? Ich meine, klar würde es ja eigentlich reichen und das auch ohne Probleme, aber trotzdem möchte ich die behalten und so für den absolutesten Notfall mir aufheben. Ja, wenn wir da wirklich ein paar Levelaufstiege mehr gebrauchen oder ähnliches. Ja, ob so oder so, da müssen wir einfach ein bisschen farmen, geht nicht anders. Aber schade, dass die hier jetzt nicht wirklich was zu erzählen haben. Das finde ich jetzt ein bisschen, finde ich ein bisschen blöd, aber ich hätte gerne doch schon jetzt Bock hier die... Vielleicht hätten wir doch nicht aufsteigen sollen, zwei Level. Ich glaube, das war auch jetzt wirklich unser Fehler gewesen, dass wir da wirklich hier schon beide Level aufgestiegen sind, obwohl wir da vielleicht hätten erstmal abwarten müssen. Aber es ist nun mal so, wie es ist. Na gut. Guck ich mal kurz auf die Zeit, da haben wir noch ein bisschen nochmal was offen. Also wie gesagt, wir könnten jetzt natürlich uns schon mal nochmal ein bisschen mit den NPCs uns unterhalten. Das ist kein Thema. Was habe ich noch offen? Lass mich mal kurz bitte gucken. Ja, also eigentlich werden wir ja nochmal kurz hier... Könnten wir uns nochmal vielleicht mal mit Hyde uns unterhalten. Da kriegen wir auch nochmal ein paar Runen von den Gegnern. Und dann können wir vielleicht mal den gefallenen Stern so ein bisschen mal begutachten, falls wir diesen hier finden sollen. Ich glaube, das dürfte der sein, oder? Ach du Ei. Guckt euch mal an, was er für einen Krater hier ausgelöst hat. Ich frage mich, ob es aber auch so ein bisschen jetzt die Spielwelt hier geändert hat. Also, ob da jetzt irgendwie andere Gegner jetzt hier zum Vorschein treten oder nicht. Das ist krass. Übel. Stell dir mal vor, es gab hier was zu looten und wir haben es einfach verkackt. Das kann natürlich auch hier der Fall sein. Komm, reden wir einmal kurz mit Kenneth. Ich meine, der Vorteil natürlich ist, dass wir dann mal ein paar Runen schon mal sammeln können. Ja, die Asche brauchen wir nicht. Wir brauchen keine Asche. Die erledigen wir alle. So easy. Sind da auch schon die Äffchen hier. Aber ich wünschte, es gibt so einen anderen Eingang, den man nutzen könnte, um da ein bisschen, ja, den ganzen Halbmenschenaffen da aus dem Weg zu gehen. Aber das ist leider hier nicht der Fall, was ich ein bisschen schade finde. Aber gut, so ist es nun mal. Ich meine, hier sind die ja wieder. So. Na, es ist schön, wieder mit der Uchi-Katana hier zu kämpfen. Bisschen länger her, muss man sagen. Ich meine, guck mal, wir kriegen ja auch überhaupt nicht mal irgendwie... nicht mal mehr so viele Runen. Das ist echt ein bisschen schade. Wir kriegen nicht mal einfach mal mehr so viele Runen mehr von denen. Ich hätte jetzt schon echt gedacht, dass sich da hinten was hier befindet. So ein Secret, was ja erst im Nachgang freigeschaltet wird. Ja, man merkt halt einfach mittlerweile schon, dass wir gegen die kleinen Gegner da wirklich schon mittlerweile auf einem komplett anderen Level sind. Also die machen uns eigentlich gar keine Probleme mehr. Aber wieso können wir jetzt eigentlich immer noch Asche rufen? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Wurde Kenneth ermordet? Ich hoffe es mal nicht. Hier oben ist ja nichts mehr, ne? Wieso können wir da noch Asche rufen? Das begreife ich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht. Vielleicht da oben?
Könnte ich mir vorstellen, dass sich da noch einer hier verbirgt. I must begin my search post haste for a true and stalwart lord of the proper lineage to take the reins of Limgrave. Er hat leider nichts Neues. Och, Mann. Weißt du, er behauptet ja eigentlich von sich aus, ja, ich muss ja immer mal wieder mit der Suche starten und ich muss mal mit der Suche beginnen. Aber er rührt sich seitdem nicht einen einzigen Schritt hier vom Fleck. Was ist das hier für ein NPC, der da irgendwie so scheinheilig behauptet, ey, ich muss mal jetzt mal mit der Suche schon seit 100 Folgen starten. Hab aber bisher noch nichts Neues gefunden. Nö. Da müsst ihr euch mal ein bisschen gedulden hier. Er ist es doch mal... Er muss doch einfach mal zugeben, dass er faul ist. Das ist alles. Er müsste einfach mal zugeben, dass er faul ist. Okay, hier ist tatsächlich nichts. Ja gut, dann verstehe ich eigentlich umso weniger, muss ich sagen, warum ich da immer noch jetzt eine Asche rufen kann. Ist da noch irgendwen, den ich vergessen habe, oder... Ja, eigentlich jetzt nicht so danach aus. Nö. Nö, ja, dann eben nicht. Ja gut, also mit Kenneth Hyde haben wir wieder mal nichts Neues. Ach, ey. Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass wir von den meisten NPCs halt nichts mehr Neues hier zu hören bekommen. Was mich dann ein bisschen ärgert, sage ich euch ehrlich. Auf der anderen Seite denke ich mir aber auch so, vielleicht möchte es das Spiel dann so haben. Meint ihr, ich könnte von hier nach dort springen? Einfach mal zu probieren. Komm, wir probieren es einfach mal. Schade. Da kann ich ja... Nee, auf dem Pferd reiten kann ich leider auch nicht. Das wäre schon irgendwie geil, wenn man es schaffen könnte, von hier nach dort zu springen. Und wer weiß, vielleicht ist da irgendwie so ein riesiges Secret. Davon. Denn wir könnten jetzt hier noch raufspringen. Bringt uns aber eigentlich gar nichts. Weil da ist ja eigentlich sonst nichts mehr. Aber trotzdem würde es einem dann nicht erklären, warum wir immer noch irgendwie in der Lage sein sollten, hier noch die Geisterasche rufen zu können. Muss ich nicht ganz verstehen. Aber vielleicht hat das ja seine Gründe, warum das dann so ist, wie es ist. Oder auch nicht. Man weiß es nicht. Na gut. Ob so oder so, würde ich aber dennoch sagen, ja, behalten wir die Waffenverbesserung mal im Hinterkopf. Und ja, würde mich dann dementsprechend auf jeden Fall freuen, wenn ihr dann das nächste Mal wieder einschaltet. Ja, und so einer weiteren Runde, ja, wir... Unterhalten uns mit jedem NPC und gucken mal, was sie hier so zu sagen haben, Folge. In der Hoffnung, dass wir vielleicht mal hier und da mal endlich mal was an neuen Infos bekommen. Wäre auf jeden Fall ziemlich nice. Und ja, in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Falls euch die heutige Ausgabe gefallen haben sollte, lasst gerne eine Bewertung auf dieses Video da. Sei es ein Daumen nach oben oder einen netten Kommentar eurerseits. Auch ein Abo auf den Kanal wäre hier sehr wünschenswert. Und ja, wünsche euch dann mit einem wunderschönen Tag. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und haut rein.